Moin Moin und ein herzliches Willkommen bei Finanzkroko. Ja, wir sehen es sofort direkt auf dem Bildschirm, aber auch in der Überschrift. Ich habe wieder zugeschlagen und ja, ich kaufe weiter. Und zwar in Alibaba. Ja, ich habe schon mittlerweile einige Anteile von Alibaba, ist auch vom Kaufwert her meine größte Position, also wenn man das, was ich investiert habe, das ist, ich sag mal, schon ja, mehr, also ja, fast das Dreifache von Apple, was ich investiert habe, aber der Gewichtung nach Wert ist genau andersrum. Also hier sehen wir das jetzt nochmal aufgeschrieben, nach Kaufwert wäre Alibaba bei mir 7,4% schwer im Depot, nach Wert aktuellen sind die nur 3,4% Gewichtung haben die halt im Depot. Wenn man jetzt Apple, meine größte Gewichtung, also meine größte Position anschaut, die haben eine Gewichtung im Depot von 6,6%, aber investiert, wenn man sich das anschauen würde, haben sie nur 2,7%. Also Alibaba ist mit Abstand mein größter Kaufwert bis jetzt gewesen und ich investiere immer weiter. Wir stehen oder beziehungsweise ich stehe hier derzeit bei minus 34%. Ja, das ist schon eine Menge, sage ich mal. Zu verdanken haben wir das ja der chinesischen Regierung, aber auch die letzten Quartalszahlen von Alibaba waren jetzt nicht berauschend, aber immer noch in Ordnung. Also auf die nächsten Jahre sehe ich Alibaba auf jeden Fall sehr, sehr stark wieder im Kommen. Falls die Regierung, die chinesische Regierung, mitspielt, das Risiko bleibt natürlich bestehen. Also wir sehen hier die letzten Käufe, ich habe ja noch vorher auch schon Käufe getätigt. Das ist jetzt die Alibaba Group, ich habe auch die, als ADR habe ich den auch im Depot. Aber die letzten Käufe habe ich wirklich diese Aktie halt gekauft. Und zwar, wir sehen hier am 29.06., das war mein... So, ja, einer der letzten Käufe im, hier man sieht so nach dem Frühling so quasi für knapp 24 Euro. Dann habe ich am 7.7. nochmal für 22 Euro nachgekauft. Dann am 26.7., also zwei, drei Wochen später für 21 Euro. Dann eine Woche darauf für 16 Euro. Jetzt vor kurzem im Oktober kann man sagen, ist ja gar nicht so lange her, für 15,40 Euro und jetzt am Montag nochmal für 15,30 Euro habe ich nochmal eine kleine Tranche mehr ins Depot gelegt, weil ich doch eigentlich recht zuversichtlich für Alibaba bin und ich denke mal in den nächsten ein, zwei, drei Jahren oder sowas, falls wie gesagt die Regierung damit spielt, wir ganz andere Kurse wieder sehen werden. Alibaba Group ist, oder Alibaba, Tencent, GD, das sind halt die Großen in China und ich setze halt auf Tencent und Alibaba in China. Mal gucken, ob diese Wette, sage ich mal, aufgeht in den nächsten Jahren. Ich bin davon überzeugt, auch Charlie Munger ist ja auch in Alibaba investiert und wenn es natürlich die Großen machen, dann sollte man natürlich nicht blind nachkaufen, aber recherchieren, entscheiden, dann kaufen oder halt nicht kaufen. Und ich bin ja bei Alibaba schon etwas länger investiert und jetzt durch diese ganzen Kursrückläufe, also schlechte Nachrichten, kaufe ich halt nach. Denn es ist ganz einfach zu kaufen, wenn die Kurse steigen. Das ist immer ganz, ganz einfach. Da tut man sich halt nicht schwer. Man kauft, die Kurse steigen, man kauft. Kommen schlechte Nachrichten, dann tut man sich doch sehr, sehr schwer, weil einfach das Umfeld und die Nachrichten sind halt negativ und der eigene Kopf nimmt das ja auf und denkt, oh, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Natürlich, keine Frage, das ist ein Risiko dahinter, aber nur so kann man halt günstig einkaufen, wenn man von diesem Unternehmen überzeugt ist. Ganz, ganz klar, also wenn man überzeugt ist und dieses Risiko von China eingehen möchte. Das ist keine Anlagenberatung, sondern das ist einfach nur meine persönliche Meinung. Und ich gehe dieses Risiko ein. Ich habe Tencent und Alibaba aus China nur. Ich habe ja insgesamt 60 Werte. China habe ich nur, ich glaube, das sind insgesamt 7% meines Gesamtdepots nach Wert gesehen. 7% nach Kaufwert habe ich etwa vielleicht 10% in Alibaba in China drin und das ist auch in Ordnung. Dementsprechend bin ich da doch schon etwas breiter aufgestellt, sagen wir mal so. Ja, also das sind meine Käufe jetzt gewesen. Man sieht die hier im Schnitt, bin ich halt etwa
34% im Minus. Wir können uns mal mal bei Aktienfirma anschauen, wie das Ganze aussieht. Wir sehen, Umsätze sind am Steigen. Die Nettomarge, die liegt auch bei etwa 20, ja, zwischen 15 und knapp 30% sehen wir hier. Die Umsätze sind am Steigen. 2021 liegen die bei 125 Milliarden US-Dollar. Also das ist ein Gigant in China nach Tencent. So, dann können wir uns mal die Bewertung anschauen. Und da ist einfach einer der Gründe, wieso ich nachkaufe die ganze Zeit, die letzten Monate kontinuierlich. Und zwar, das Unternehmen ist einfach unterbewertet. Wenn man sich das Ganze anschaut, um etwa 40 bis 45% ist unterbewertet. Wenn man sich jetzt natürlich den 22er anschaut, dann sind wir immer noch bei einer Unterbewertung von vielleicht 30-35% und dann soll es natürlich wieder höher gehen. Also wenn man sich die Prognose hier anschaut, 2024, das ist ja auch gar nicht mal so lange hin, bis 24 noch 2-3 Jahre, dann haben wir da eine faire Bewertung von etwa 260 Euro und der Kurs liegt derzeit auf dem Alibaba ADR, liegt derzeit bei 136, also fast doppelt so hoch wäre eigentlich die Bewertung, wenn man Alibaba das Ganze mal nehmen würde. Also, wir können uns mal anschauen, was wäre denn, wir gucken uns mal die Bewertung mal genauer an, und zwar hier vorne, so. KGV aktuell, hier liegen wir ja bei etwas 20, also das ist, wenn man sich die großen US-Unternehmen anguckt, wie Alphabet, wie Facebook, wie Amazon, Nvidia und so weiter, dann haben wir hier natürlich eine sehr, sehr günstige Bewertung. Sehen wir auch schon am fairen Wert von knapp 40%. Wenn wir das wieder erreichen sollten, wir sehen hier, das Schwarze ist der Kurs von Alibaba und der Grüne ist der faire Wert auf dem Gewinn basiert, ja? Also, wir können uns auch mal den bereinigten Gewinn anschauen. Der ist vielleicht nicht so schwankungsanfällig. Das ist der bräune hier gestrichelte. Und der Cashflow, der sieht ja auch eigentlich sehr nah dran. Also das ist schon mal sehr, sehr gut. Da haben wir zwei Werte, die beieinander liegen. Und da kann man sich auch darauf quasi verlassen. Also, man sieht auch hier vom Kurs her, der ist immer wieder halt an dem fairen Wert immer wieder rangekommen. Also ein Gewinn hier. Mal überbewertet, mal etwas unterbewertet war er auch. Die letzten Jahre so quasi, jetzt ist er halt sehr stark unterbewertet. Das hatten wir in den letzten Jahren noch nicht. Wie gesagt, das ist wegen der chinesischen Regierung, weil die da halt natürlich ihre Finger im Spiel haben jetzt. Das ist natürlich sehr stark abverkauft worden in den letzten Monaten. Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, das bleibt jetzt mal hier so in dieser Kategorie und es steigt hier wieder, wie in den letzten 2018 bis 2021 auf den fairen Wert, der ist ja mittlerweile sehr, sehr weit weg, dann könnten wir erwarten, wenn wir das Ganze mal so konservativ berechnen, dann hätten wir, ich scroll mal das Ganze runter, eine Rendite aufs Jahr gesehen in den nächsten Jahren bis 2024, genau, bis 2024, das heißt also in den nächsten knapp drei Jahre, hätten wir aufs Jahr gesehen eine Rendite von 34% zu erwarten. Auf die letzten drei Jahre gesehen sind es dann 100%. Also man kann das Ganze halt verdoppeln, wenn sich der Kurs wieder an den fairen Wert des Gewinns anpasst. Und in den letzten Jahren war das ja eigentlich relativ solide unterwegs, das Ganze. Also wenn sich das Ganze wieder einpendelt mit der chinesischen Regierung, vielleicht nicht dieses Jahr, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber vielleicht das Jahr darauf oder sowas, dann könnten wir hier wieder Kurse von 290, 280 sehen. Der Höchstkurs war ja hier bei 300, genau, bei 307 Dollar. Wenn wir das Ganze wieder erreichen sollten, dann könnten wir auch um die 40% aufs Jahr sehen, Rendite sehen. Also wir haben hier auf jeden Fall enormes Potenzial, aber auch ein extremes Risiko, ganz, ganz klar. Und ich gehe das bewusst ein. Ich habe hier, wie gesagt, auf meinen Kaufwert habe ich etwa 7% investiert. Das ist schon eine ordentliche Summe. Aber ich denke, ich werde hier auf jeden Fall, das ist ein sehr solides Unternehmen, Alibaba, ein sehr starkes
was wächst, sehr groß in China. Und wenn, wie gesagt, das ist immer das einzige Problem, was wir bei Alibaba oder bei Tencent und so weiter haben, ist einfach die chinesische Regierung. Das ist halt eine Konstante, ja, ein Faktor, wollte ich sagen, was natürlich nicht sehr, ja, wie soll man sagen, also nicht für Aktionäre toll ist, sage ich mal so. Aber ich gehe das Risiko bewusst ein. Ich kaufe jetzt ein hier im Abwärtstrend hier und ich erhoffe mir, dass natürlich in den nächsten Jahren wieder die Kurse nach oben gehen werden. Vom Unternehmen her, ja, ganz klar. Von der Regierung her haben wir da natürlich eine Bremse und eine kleine Leine vielleicht, die sie halt zurückziehen. Aber im Großen und Ganzen bin ich hier positiv eingestellt. Genauso wie Charlie Munger, falls er das immer noch das Investment hat, dann werden wir hier in den nächsten Jahren uns vermutlich freuen. Ich hoffe natürlich. So, man hat ja keine Glaskugel, man kann nicht in die Zukunft schauen, aber nur so. Es ist ja irgendwo auch ähnlich wie mit PayPal zum Beispiel. PayPal hat jetzt auch in den letzten Wochen, Monate sehr starke, sehr schwache, sehr schlechte Nachrichten immer wieder und fällt. Das Unternehmen selber hat ein gewisses Wachstum, ist vielleicht nicht mehr so stark am Wachsen wie die letzten Jahre, aber immer noch ein sehr stabiles Wachstum. Habe ich auch selber in meinem Depot PayPal und ähnliches Prinzip. Also da habe ich jetzt auch halt einen Nachkauf gehabt im Abwärtstrend. Ich habe ja, weil wie gesagt, bei schlechten Nachrichten tut man sich schwer zu kaufen, bei Nachrichten, die positiv sind, wo die Kurse nach oben gehen, ist immer ganz, ganz einfach. Aber das muss man können, auch in schlechten Situationen diese Unternehmen zu kaufen, von denen man überzeugt ist, die auch in den nächsten Jahren weiter steigen werden, weiter ihre Gewinne erzeugen werden. Und das ist PayPal, Mastercard, Visa in ihrem Gebiet. Die sind hier halt stark und alle drei sind halt in den letzten Monaten am Fallen. PayPal natürlich am stärksten. Aber das ist ein anderes Thema. Heute war ja Alibaba ein Thema und wie gesagt, ich kaufe jetzt nach und sollte der Kurs weiter fallen, ich bin ja jetzt, wie gesagt, ich kaufe ja die Alibaba Holding, die Aktie, bei etwa 15,30 Euro standen die jetzt, sollten die fallen, auf 15 Euro werde ich noch nicht mehr nachkaufen, ich habe jetzt erstmal genug, aber ich sag mal, um den Bereich von 14, 13 Euro wieder, dann werde ich wieder mir eine Tranche zulegen. So, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und nicht vergessen, Daumen nach oben, falls dir das Video gefallen hat, abonnieren nicht vergessen und ganz, ganz wichtig, gesund bleiben. Bis dann. Ciao, ciao.